No, man. We can't stop here. We gotta keep going. No pouting, okay? Come on. But my feet really hurt. These shoes suck. And we've been walking for 4 days. What? Only two. Don't even try that shit. And my back hurts from sleeping under that stupid bridge. Yeah, so does mine. I was there too. Just knock it off. I hate it when you act like this. This is how people camp in the woods. It's not like being at home or in your room. This is a real adventure, right? So, come on, let's hit the trail. Seriously. Where's Dad? Daniel, come on. We gotta go. Why isn't Dad with us, Sean? Doesn't he want to go camping too? Yes, but I told you that he can't. I told you. Okay? Okay. But I'm so sick of walking. I just wish I was back in my room. I know. Hey, at least we don't have to go to school on Monday, right? Yeah. Look, everybody's gonna be so stoked when they find out how far you walked. Really? Really? I bet Dad would be too. Do you think we walked, like, maybe 100 miles? Probably 200. Feels like it. Ooh, awesome possum. But next time, Dad better get me a good pair of shoes, like yours. Dude, Bigfoot doesn't need good shoes. I'd rather be a wolf. Ow! We could be wolves. Yeah. Yeah, that works. Just work on that howl. Hey, you know what? Let's see if you can walk the whole way without complaining once. Huh? Like, you don't whine too? I don't whine. I tag your ass and run. You're it. No way. Not fair. Whatever. Okay. I'm a zombie, and I'm gonna eat you. Blah!
Are we there yet? Dude, stop. You know what? You're not allowed to say that. Ever again. Yes, sir. You'll be the first one to know when we get there, okay? I'm tired and hungry too. Listen, this looks like a perfect place to camp out. I bet we're not the first people to stay the night. It's creepy. There's nobody out here. We didn't even see any cars. We're gonna camp here. I'll look out for you. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Part von Life is Strange 2. Ja, ich kann euch nur ans Herz legen, die erste Folge anzuschauen, damit ihr versteht, was es hier mit den zwei Jungs auf sich hat und warum die hier alleine im Wald sind. Ist allerdings ja schon sehr ja traurig irgendwie gewesen zum Schluss. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt hier im Wald, müssen ein Camp irgendwie aufmachen, finde Unterschlupf für nachts. Wir haben ein bisschen was zu essen dabei, Bier, ich dachte, er hat da mehr mitgenommen, ein bisschen Geld. Aber wir haben schon Geld anscheinend ausgegeben, wenn ich das jetzt richtig sehe. Finde ich merkwürdig. Weil wir hatten ja auf jeden Fall mehr als 30 Cent, als wir dann vom Vater 40 Dollar gekriegt haben. Keine Ahnung. Unser Mäppchen, unser Wasser, was wir immer dabei haben. Schlüssel, das ist was Neues. Kondome haben wir dabei, ja. Die hatten wir für die Party noch eingepackt. Auf der wir jetzt ja dann doch irgendwie nicht waren. Ich hoffe, wir haben auch unser Handy. Ja, da... Oh, da sind bestimmt ganz viele Nachrichten drauf. Aber jetzt schauen wir erstmal, was das hier ist. Ah, okay. Ah, ja, da erklärt sich's auch. Das heißt, wir haben ja anscheinend hier lecker Burger gegessen und hinterher noch einen Vanilla Sky Shake. Ein 5-Dollar-Shake war es nicht. okay, so, gehen wir mal. Ja, Bedienung. So, was haben wir hier unten? Ah, okay, Zeitungsartikel. Ja. Ja, das beschreibt auch, glaube ich, so ein bisschen das, was uns im ersten Part, in der ersten Folge passiert ist. Okay, und anscheinend geht es darum in dem Artikel, dass es eine Schießerei gab und ja, geht wohl in die Richtung, dass der Cop ist anscheinend auch tot. Und anscheinend werden die beiden gesucht. Sean und Daniel. Okay. Ja, Kondome, das brauchen wir jetzt nicht. Jetzt schauen wir erstmal vielleicht hier aufs Handy. Bitte kontaktiere mich, falls du irgendetwas... Boss, okay. Sie wollten auch nicht, dass ich dir texte, aber... Chen, bitte ruf mich bald an. Hallo, Herr Diaz, hier ist Officer Tanaka. Sofort, du... Okay, das ist er, ist es der Nachbar gewesen. Aber ich würde sagen, wir lesen mal kurz hier... Na Sean, du siehst hier jetzt Jen, ich wollte nur sehen, ob du noch kommst. Noch nicht so betrunken, also komm her zum Feiern. Sean, ich habe gehört, wenn dir etwas passiert. Bitte ruf Lila an, wir sind für dich da. Sean, ich wünschte, ich könnte mit dir reden, aber meine Eltern sagen, das kann ich aus rechtlichen Gründen nicht. Meine Mutter ist Rechtsanwältin und sagt, wir dürfen nicht involviert sein und dass du mich nicht mehr kontaktieren darfst, aus rechtlichen Gründen. Sie wollen auch nicht, dass ich dir texte, aber nichts hält mich davon, dir zu sagen, wie leid mir das mit deinem Vater tut. Ich, ja, genau, der Vater, ja, toll, jetzt braucht ihr die erste Folge doch nicht mehr gucken. Nein, Schmarrn. Also der Vater ist tot, der ist erschossen worden von einem Polizisten und war, ich sag jetzt mal, ein Unglück. Ja, der Polizist kam da zu einer Szene, die sehr danach aussah, als wäre der Nachbarsjunge irgendwie tot oder erschossen worden. Was aber gar nicht der Fall war. Okay, ich wünschte, ich könnte dir helfen. Was haben wir hier? Tagebuch? Ja, das war hier. Oh, Karte haben wir. Okay. In die Wälder. Öde Avenue, Seattle. Okay, und da sind wir jetzt gerade anscheinend. Jen. Das wollten wir ja, das hatten wir schon. Wie kommen wir jetzt da wieder zurück? Hier oben? Ja. Lila. Bist du schon bereit für die Party? Antworte, oder ich nehme deinen heißen Papa mit. Genau, das hatten wir schon. Wo zum Teufel bist du hin? Komm zurück. Ich habe dir mein Outfit noch nicht gezeigt.
Glaubst du, du bist der Einzige, der wen klar machen will? Hallo, bist du noch da? Lass mich nicht hängen, Arschloch. Ernsthaft? Wenn du nicht zur Party kommst, mache ich dich kalt. Hast du das gehört? Das ist Halloween, nicht der 4. Juli, Leute. Scheiße, ich hasse es, wenn du mich wie ein Geist behandelst. Das machst du bestimmt nicht, wenn du Chen schreibst, oder? Was? Ich bin weg, ruf mich an, wenn du soweit bist. Polizeiwagen in deiner Straße. Ruf mich bitte an. Papa sagt, deine Straße ist gesperrt. Siehst du was? Ich höre Sirenen von der Polizei und Krankenwagen. Sean, antworte. Sag mir, dass es dir gut geht. Ich bin krank vor Sorge. Dein Haus ist in den Nachrichten. Scheiße, Mann. Scheiße, ruf mich an. Sie sagen, dein Vater wurde erschossen oder hat jemanden erschossen oder was weiß ich. Das ist Schrott, richtig. Was auch immer passiert ist, Mann, sprich mit mir. Ruf mich an, irgendwas. Ich muss wissen, dass es dir gut geht. Okay, also die Leila macht sich wirklich richtig Sorgen. Sean, ich kann versucht mal nicht schlafen. Ich muss ständig... Au, er hat auch geantwortet. Ich muss ständig an dich denken. Ich muss wissen, dass es dir gut geht. Mir geht's nicht gut, Leila. Papa wurde erschossen. Ich bin mit Daniel aus der Stadt. Oh mein Gott, was? 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 Sean, wo bist du? Kann ich nicht sagen. Sean, ich bin froh, dass es dir gut geht. Tut es nicht. Papa ist tot. Er hat ihn erschossen. Was? Wer hat ihn erschossen? Ich kann nicht reden. Wir müssen weg. Nein, komm sofort her. Ich kann helfen. Du wirst in Sicherheit sein. Nein. Ich rufe dich an, wenn ich kann. Tut mir leid. Ruf mich jetzt an, damit wir reden können. Ich muss deine Stimme hören. Ich weiß, dass du nichts getan... Du hast nichts getan. Wir sagen es ihnen. Sean, bist du da? Ich kann nicht schlafen. Ich muss ständig an dich denken. Passt auf euch auf, ihr beide. Ich liebe dich. Jungs, geht es euch gut? Ach, Leila, ist das die Mutter? Nee. War das die Mutter oder die Freundin? Nee, das war schon die Freundin. Wir haben für ein paar Stunden angehalten. Daniel schläft, er ist total fertig. Wo seid ihr jetzt? Verstecken uns. Papa kann euch abholen. Wir können darüber reden. Nein, Leila, es tut mir leid. Du kommst echt nicht zurück? Nein. Ich bin bei dir, Sean. Bitte ruf mich bald an. Okay, hier der Officer Tanaka. Hallo, Herr Diaz. Hier ist Officer Tanaka von der Polizei Süd-Seattle. Wir müssen umgehend mit Ihnen über den Vorfall mit Ihrem Vater gestern reden. Die beste Art, mit dieser Situation umzugehen, ist es, uns zu kontaktieren, bevor sie weiter eskaliert. Melden Sie sich so bald wie möglich bei mir unter dieser Nummer. Okay. Schwing die Hufe, bring Bier mit, ist schon alles sofort. Okay, das war anscheinend der Kumpel. Ellie, Sean, ruf mich an, bitte. Okay, ich glaube, da brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr weiter. Ja, wir müssen irgendwie, ich weiß nicht, gehen wir jetzt hier mitten in den Wald? Wir sollen ja irgendwie ein Lager aufschlagen, aber das geht hier nicht. Schauen wir mal weiter. Da hinten, ist da hinten was? Nee, da kommen wir auch nicht hin. Okay, dann gehen wir vielleicht auch die Straße noch ein bisschen weiter. Wobei, ich sag mal, wenn die sich verstecken, ist natürlich auch nicht so cool, ne? Dass die da direkt an der Straße laufen. Weil, ich sag mal, irgendwie wenn zwei Jungs gesucht werden... Oder sind ja immer in die Büsche gesprungen. Aber das kann er. Das kann er dem Bruder ja auch nicht erklären, warum sie das mal in die Hecke springen müssen. Ah, ein Auto. Okay, cool. It's so dirty. Auto ansehen. A car out here? I hope the driver isn't around watching us. What is that? What do you find? Check it out. There's a chunky Choco Crisp bar on the dashboard. Yeah, sehr gut. Yeah, I see it. You know I love Choco Crisp bars. I haven't had one in a million years. Yeah, right. More like 2 days ago. Come on. Can we please, please, please get one when we stop next? Please? Ja, komm. Let's take this one. Nobody's gonna miss one single Choco Crisp bar. Really? I would. This is for a good cause. Oh, almost.
I got it. Mm-hmm. Yes. Boom. Choco Crispus Sours. Now we have dessert. Come on. Ja. Let's beat it. Können wir da jetzt nochmal was machen? Dude, don't worry. It's a fucking Choco Crisp. Dude, don't worry. Okay, ja, ja, ist ja gut. Ich dachte, wir können da vielleicht ins Auto irgendwie rein. Ah, okay, Karte. Besprechen. Now we can see where we are. Whew, there's a river nearby. A river? Are we gonna go swimming? No, duh. It's way too cold for your skinny butt. Okay. What are we gonna do now? There's nothing we can't do. As long as we're together.